Glück auf, ihr Lieben, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, in der heutigen kleinen Erzählung tauchen wir gemeinsam hinab in die verschiedenen Schichten des Meeres und entdecken Lebensbedingungen, die sich mit zunehmender Tiefe verändern. Ja, logischerweise. Wir erfahren, wie der Mond dabei hilft, das verborgene Relief des Meeresbodens zu erkunden, und wir lernen auch faszinierende geografische Strukturen kennen. Schwingung des Kosmos, Teil 50. Herzlich willkommen, auf geht's! Die Ozeane der Erde reichen in extreme Tiefen, die das Leben und die Bedingungen dramatisch verändern. An der Oberfläche beträgt der Druck, ja, eine Atmosphäre. Doch je tiefer man geht, desto stärker steigt er, da Wasser 800 Mal dichter ist als Luft. Die Zonen des Ozeans. Als erstes haben wir die epipelagische Zone, die reicht von 0 bis 200 Metern. Die oberste Schicht ist lichtdurchflutet und lebensreich. Hier findet die meiste Photosynthese statt. Dann kommt die mesopelagische Zone, 200 bis 1000 Meter. Bekannt als Dämmerungszone, wird das Licht schwächer und die Temperaturen fallen. Viele Lebewesen sind hier an wenig Licht angepasst. Die bathypelagische Zone, 1000 bis 4000 Meter, auch Mitternachtszone genannt. Hier herrscht völlige Dunkelheit, abgesehen von Biolumineszenz. Es gibt keine Pflanzen und einige Tiere haben sich ohne Augen entwickelt. Danach kommt die abyssopelagische Zone, die reicht von 4000 bis 6000 Metern. In dieser Zone gibt es extreme Kälte und sehr hohen Druck. Sie war lange Zeit als der tiefste Teil des Ozeans bekannt. Als letztes haben wir die hadopelagische Zone ab 6000 Metern. Die tiefste Zone der Ozeane, die besonders in Gräben vorkommt, zeichnet sich durch extreme Bedingungen aus, die nur wenige Lebewesen ertragen. Der Mond hilft uns auch hier, die Meeresreliefs zu erforschen. Die Reflexion seines Lichtes auf der Erde ermöglicht es, Tiefenkarten zu erstellen, die die Strukturen des Meeresbodens sichtbar machen. Unter anderem gibt es folgende Strukturen, auch als geografische Merkmale bekannt. Einmal den Kontinentalschelf, das ist der flache Rand des Kontinents, der unter dem Meer liegt, bevor er zum Ozean abrupt abfällt. Danach gibt es den Kontinentalhang, ein steiler Abfall von der Küste hinunter in die Tiefe. Also da geht es ziemlich steil nach unten. Ihr kennt das vielleicht von Luftbildern. Man hat so die Inseln und dann ist so seichtes Wasser, vielleicht so 500 bis zu einem Kilometer raus, und auf einmal wird es sehr dunkel. Da ist sozusagen dieser Kontinentalhang. Dann gibt es Sea Mounds, das sind Unterwasserberge vulkanischen Ursprungs, die nicht die Oberfläche erreichen. Und dann gibt es noch die Tiefseegräben, die tiefsten Teile des Ozeans, die durch tektonische Plattenbewegungen entstehen, wie zum Beispiel der Marianengraben, der ja über 11.000 Meter tief ist. Ja, schauen wir uns mal das Unterwasserrelief an, und zwar anhand des Mondes. Der Versuch, das Gesicht des Mondes in eine Karte zu verwandeln, zeigt uns sehr gut die Meeresgebiete, die auf dem Mond in hellweißen Schattierungen erscheinen.
Die genauen Grenzen von Land und Meer sind manchmal leicht zu erkennen, wenn der Meeresboden plötzlich abfällt. Und manchmal schwierig, wenn die Küstengewässer über viele Kilometer hinweg seicht sind. Die Untersuchung der genauen Abgrenzung der Kontinentalküsten ist mühsam und umfangreich. Ja, schauen wir uns mal die geografischen Merkmale des Ozeans am Hand des Mondes an. Ja, hier auf der Karte sehen wir mit der Nummer 3 vulkanische Inseln. Wenn Vulkane auf dem Meeresboden ausbrechen, können sie Berge erschaffen, die so hoch sind, dass ihre Gipfel die Meeresoberfläche durchbrechen. Wenn Lava abkühlt und erhärtet, bildet sich eine Insel. Dann haben wir hier unter Nummer 6 mittelozeanischer Rücken. Der mittelozeanische Rücken besteht aus vielen Gipfeln entlang des Meeresbodens. Wir sehen auch hier die Nummer 1, Kontinentalschelf. Diese allmählich abfallende Fläche grenzt an jeden Kontinent. Die Breite variiert von wenigen Kilometern bis zu über 1300 Kilometern von der Küste entfernt. Dann haben wir mit der Nummer 2 den Kontinentalhang. Ein stetiges Gefälle markiert den Kontinentalhang. In den Pazifikregionen sind die Kontinentalhänge steiler als im Atlantik. Ja, dann haben wir unter Nummer 4 den Seamount. Seamount sind Berge, deren Gipfel die Meeresoberfläche nicht durchbrechen. Ja, die werden dann sozusagen Seamounts genannt. Da habe ich jetzt auch keine wirklichen Übersetzungen gefunden, außer vielleicht Ozeanberg. Aber ich denke, wir bleiben hier mal bei Seamount, ausnahmsweise mal bei einem englischen Begriff. Dann haben wir hier Nummer 5, abyssale Ebene. Ja, Sand- und Sedimentschichten, die durch die Überreste von toten Organismen auf dem Meeresboden entstehen, bedecken diese weiten, flachen Ebenen. Ja, und zu guter Letzt, Nummer 7, haben wir die Tiefseegräben, ja, wie der Marianengraben etc. Große Brüche im Meeresboden, ob kraterförmig oder spaltenartig, treten an verschiedenen Stellen auf. Diese Gräben beinhalten die tiefsten Orte der Erde. Der Marianengraben im Pazifik ist etwa 11 Kilometer tief. Ja, ihr Lieben, das war's zu diesem Video heute mit den Ozeanen und vor allem dem Relief der Ozeane, die am Mond erkennbar sind durch die unterschiedlichen Färbungen am Mond, die existieren. Und ja, wenn ich über den Ozean nachdenke, muss ich immer überlegen, wie viel wir eigentlich nicht wissen. Ne, bei den Tiefen bis zu 11.000 Metern tief, der Marianengraben, was da unten lebt, hat auch keine Ahnung davon. Ist auf jeden Fall interessant. Ihr könnt mich ja mal in die Kommentare wissen lassen, ob ihr denkt, dass es noch tiefer geht als der Marianengraben oder vielleicht irgendwo ein Loch ist zum Untergrund der Erde. Könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren loslassen. Ansonsten gerne Daumen nach oben, abonnieren, Glocke, ne, das volle YouTube-Programm. Ja, und es ist auf jeden Fall faszinierend, dass wir mit Hilfe des Mondes die Tiefen der Meere und ihre komplexen Strukturen entdecken können. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis bald!